Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bobo Crafting nach dem geilen SMG Patch und dem Power Patch. Und zu Gast haben wir hier für dieses Bobo Crafting einmal den Bärentöter. Hallo. Und den Ziffer 18, meinen treuesten Fan. Guten Tag. Ja, und wir wollen heute ein TDM bestreiten und dabei zeige ich euch hier an diesem kleinen Gotcha hier, was Mega SMGs anrichten können. Der Bärentöter holt eine Drohne raus und der Ziffer sein Türhafer, glaube ich. Richtig? War das der Tür? Ja. Alles klar. Dann starten wir einfach mal ins Battle rein. Ich denke, die Q wird schnell vorübergehen, wenn wir miteinander reden. Tatsächlich habe ich mir deine Tür nochmal wieder. Ich habe das schon länger gehabt in der. In meiner Garage. Ich habe den schon länger gekauft gehabt. Den hier und da auch mal gefahren. Ist auf jeden Fall ein sehr stabiler Hover. Ich habe das Problem, dass ich oft dann, wenn du ihn fährst, dann erstmal denke, ist ein Troll wegen diesen Bögen am Ende. Aber dann sieht man schnell, dass es halt nicht einer ist. Ich mache dauernd irgendwie diesen Fehler. Ist auf jeden Fall ein guter Hover. Der einzige Beef, den ich habe, ist, dass die Thruster außen liegen. Aber das ist auch nur ein kleiner Makel, wenn man das so möchte. Dafür ist er wahrscheinlich innen drin ein bisschen stabiler als meiner. Ah ja. Wir sind schon im Game. Feinde haben wir keine besonderen, ne? Sollten wir eigentlich wie durch Butter gehen hier. Ich hab's immer gerne, wenn man so irgendwelche Bekannten hat auf der Gegenseite. Und dein Toothpick, das war jetzt ein Drone, aber du wusstest nicht mehr, woher der stammte. Nur aus dem CR. Ja, ist, ich habe mal mit dem russischen Admin Nikolai gespielt und der hat immer seine Gruppe dabei. Und einer von denen hat ihn gebaut, ich weiß aber nicht mehr, wer genau. Hat auf jeden Fall eine schöne Schräglage in der Luft zu haben, das ist immer gut für eine Drohne. Ja. Wenn die Nase so ein bisschen hochguckt. Lässt sich relativ schön kontrollieren, ist nicht so dynamisch, also man kann nicht unbedingt so die Manöver machen, aber ist halt dafür schön ruhig. Der stellt sich wahrscheinlich mit Helium immer entsprechend ein, ne? Ja, nicht so sehr. Ruder. Ist einfach, macht nicht so viel automatisch, sondern bleibt einfach in der Position, die man einstellt, sozusagen. Das ist ganz nett hier. Und ersten haben wir. Also hat so ein statisches Gefühl. Ja, ist, wie gesagt, ist halt nicht, ist halt ein bisschen langsamer. Gemächlicher, aber dafür kommen wir halt nicht so aus dem Gleichgewicht. Ja, da hatte ich auch letztens einen guten Vergleich gehabt. Da habe ich die von Brainspinner die Drohne gefahren, den von Kusch die Drohne gefahren. Das war, habe ich die Drohnenfolge genannt, das Let's Play. Und das war auch so: Brainspinners Drohne war eher fest in der Luft, ne? Hatte relativ viel Helium vorne drin und vier Ruder. Während die anderen Drohnen, das waren Kusch, die waren so ein bisschen schwieriger zu fliegen. Ja, das hat halt auch einen Vorteil, wenn man einfach ein bisschen krassere Manöver machen kann. Wenn man auf einem geschossen wird, dann ist man halt dann direkt mal weg oder man täuscht an, dass man links geht, geht aber dann rechts und ist dann auch gleich auf der rechten Seite erstmal weg. Aber es hängt auch ein bisschen, glaube ich, mit persönlicher Vorliebe ab. Ja, es braucht man auf jeden Fall einen gewissen Skill, um halt Drohnen zu fliegen, die nur einen Ruder haben und schwerer sind, ja, die du auch immer hochsteuern musst, damit sie nicht runterfallen. Entsprechend gibt Drohnen, die schweben halt ja schon fast. Wie auf dem Boden die 2D-Ebenen, sondern muss auch nach oben und unten kontrollieren. Richtig. Ja, Drohnen, die fahren ja wie auf Schienen. Ja, bis man das auf Schienen hat, dauert es schon ein bisschen. Also weit ist dein jetzt auch nicht, ne? Aber das ist so eine Sache, die schaut leicht aus, aber ist nicht so einfach. Ich habe mir Drohnen nicht warm, irgendwie. Hast da einige gute geflogen, aber so richtig toll finde ich das nicht so. Ich habe vor allem Probleme mit... benutzen oder generell schon? Benutzen. Ich habe das Problem, wenn ich beschädigt werde, dass ich dann nicht sehr gut das ausgleichen kann. Das ist nämlich das große Problem, ja. Das müsste man nicht wirklich können, dann zu wissen, wie verhält sich die Drohne und sich entsprechend anpassen. Ja, das dauert einige Zeit. Erstmal, um es auf 100% genau dahin zu bringen, wo man es haben will. Und dann auch noch
in der gleichen Zeit auf den Gegner zielen. Und dann eben, was noch schwieriger ist, wenn man irgendwo getroffen wird, dann auch noch das gleiche hinzubekommen. Okay, das ist ein Schlachtfest hier. Ich muss mich gar nicht mal auf den Kampf konzentrieren. Ich schieße einfach nur auf die rote Schrift. Ja, allerdings, wenn du mal rechts schaust, einer ist nicht reingeladen und einer ist disconnected. Das heißt, das erklärt's. Wir hatten 4 gegen 5 und jetzt 3 gegen 5. Von dem her. Das ist eines der Probleme, die Robocraft an sich noch generell lösen muss. Dass Spiele irgendwie einen gewissen Ausgleich haben. Aber du hast zu oft so, dass sie sehr einseitig sind. Da kann man eigentlich keine GG mehr schreiben, sich am Ende nur noch entschuldigen für. Aber was soll man machen? Wenigstens dann einfach schnell ausmachen und nicht irgendwie noch. Ja, nicht mal rumprollen. Ja, genau. Da gibt's ja auch die Leute, die denken, die wären es gewesen, ne? So, das war's schon ganz gut. Und wie läuft deine Videoreihe, Bären? Gibt's bald ein neues? Ja, ich habe jetzt schon über einen Monat nichts mehr hochgeladen. Ich war jetzt ein bisschen beschäftigt mit anderen Sachen oder hatte dann auch nicht wirklich Lust, was hochzuladen. Und ich habe meinen Kanal so aufgebaut, wenn ich Lust habe, was hochzuladen, dann mache ich das, wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Ich will mich da irgendwie nicht zu irgendwas zwingen. Ja, ich bin sowas dazwischen. Wenn ich jetzt mal an Leute wie Tenshi denke, die haben einen Ablaufplan, die brauchen immer neuen Content, ne? Die pushen halt richtig, machen das tagtäglich. Ich fühle mich da schon ein bisschen zu genötigt. Gleichzeitig aber auch, weiß ich kann mich auch gehen lassen. Ne, das habe ich auch teilweise dann auch getan. Mhm. Und es ist ganz angenehm, wenn man YouTuber ist ohne Drang und das einfach nur so aus Spaß macht. Dann ist das alles gar nicht mal so... Das ist eigentlich ganz gut auch für den Content teilweise. Ja, auf jeden Fall. So, ich wechsle mal ein bisschen den Bots ein. Übrigens möchte ich Sir danken, er hat mir so einen schönen Tributbot gebaut. Den seht ihr hier. Sieht fast aus wie das Original. Hast du sehr gut gemacht. Sir, bist du noch da? Ja. Okay, ich nehme auch mal so eine Drohne. Und ich würde sagen, wir machen noch ein TDM. Das geht ja eben sehr schnell. Weil diese Drohne benutzt auch Plasma. Muss immer sicherstellen, wenn man Drohnen benutzt, dass das Camera String aus ist. So. Das ist eine Sache, die mich bei FreeGem, was FreeGems Entscheidung angeht, sehr nervt, dass man kauft einen Bot und automatisch ist immer Camera String an. Wobei das ja noch irgendwie neu und experimentell ist in einer Weise. Finde ich eine ziemlich blöde Entscheidung. Sagen zwar, es ist einfacher, Camera String zu verwenden. Vor allem, wenn man sich noch nicht so auskennt, aber einige Sachen funktionieren einfach nicht so. Oh, genau. Just send a bot name. Ja, Gromek, Josh00041 ist Gromeks Friend. Ja, ich habe Gromek auch in der Friendlist. Mhm. Yep, ich auch. Nur erlesene Leute dürfen das. Das ist der Bomber von Defying Soul. Genau. War exklusiv. Ja. Nur für coole Leute. Nur für Core-Player. Core-Player ist eigentlich ein guter Begriff, ne? Ja, dieser hier ist von Kush 27. Wobei, den habe ich schon länger jetzt. Ich weiß nicht, ob der da irgendwelche Änderungen zugefügt hat. Ob das noch seiner Leistung entspricht oder ob das schon wieder was Neues ist. Ihr seht, ich... First Blood. Gut gemacht. Ich habe auch einen getötet. Also ich fühle mich ein bisschen schwer. Aber ich sehe hier einen Typen mit einer Mega-SMG, der sich nicht Gambrella geschützt hat, meine ich. Wenn ich sie mal treffen würde, dann wäre sie weg. Okay, jetzt muss ich abhauen. Ins Loch, nein. Ah, Drohnen, ich hasse sie. Jetzt mache ich mich nur lächerlich hier wieder. Ich habe dem neben dir die Waffen erstmal weggeschossen. Nice. Aber ich habe leider Flugzeugkontrolle.
Das ist, glaube ich, nur eine kleine Flak. Okay. Ja, die kleine Flak, die ist ja auch neu. Die hat sich jetzt aber nicht zur großen, gegenüber zur großen hat sie sich nicht durchgesetzt. Also gar keine Chance, sich durchzusetzen. Die ist eigentlich von den Werten ja komplett halbiert, ne? Aber die schießt langsamer. Mehr als halb so langsam. Auch mit zwei Stück, es ist ein bisschen doof. Ja, allerdings hat man halt den Vorteil, beziehungsweise es hat einen Vorteil, dass wenn man eine schießt, die andere nicht kaputt geht. Ja. Ganz praktisch. Allerdings hat man natürlich dann auch den gemeinsamen Health Pool beim großen Flak. Das heißt, um einen Flak zu zerstören, braucht man schon einigen Schaden. Von dem her ist doch das große Flak noch besser, auf jeden Fall. Für große Bots auf jeden Fall. Ich denke, die kleine neue Flak ist eigentlich nur für die neuen Bots gedacht, ne? Genau, ja. Kleine Bots. Aber es ist auch richtig so, dass die für sich auch eine Waffe hatten, die nicht jetzt selten und teuer ist, sondern dass die auch mal was finden konnten für sich schon, im kleinen Level. Ja, vor allem in Anti-Air. Da hat's ja sonst nichts gehabt. Dass ich da ein bisschen wehren kann. Weil die neuen SMGs, die kann man sehr gut als Anti-Air benutzen. Das stimmt auch wieder, ja. Ja. Wir machen auch die relativ nass, würde ich sagen. Yep. Diesmal ist der Kampf aber schon fairer. Ich habe Pfeilwaffen auf dieser Drohne hier, aber ich benutze sie gerade nicht. Allgemein mit der neuen Energie ist Plasma ziemlich gut geworden. Unabhängig jetzt davon, dass die SMGs stärker geworden sind. Momentan ist eigentlich alles relativ gut. Alles hat seine Vorteile und ist in irgendwas auf jeden Fall anwendbar. Ich habe das Gefühl, SMG, dass Nanos ein bisschen die Verlierer sind. Ich meine, nicht viel, aber... Die waren aber allerdings auch schon davor... Vorher nicht gut. Wobei Nanos haben immer auch schon ziemlich viel Energie verbraucht. Deshalb sind sie vielleicht jetzt auch nicht unbedingt schlechter geworden. Dadurch, dass man einfach viel mehr Energie hat. Aber ich habe das Gefühl, dass andere Waffen... Weil mehr halt besser geworden sind, quasi, ja. Das ist, glaube ich, der negative Punkt daran. Weil wenn jemand tot ist, dann kann man nicht mehr heilen. Richtig. Beziehungsweise macht auch dann keinen Sinn mehr, wenn jemand auf 10% ist. Ja, und durch den Buff von SMGs gibt es auch mehr Schaden momentan. Und damit müssen die Damen erstmal fertig werden. Ja, wäre vielleicht eine ganz gute Idee, einfach ein bisschen... Heilung zu stärken, damit die gegen SMG gegen heilen können. Man will ja nicht, dass man wieder diese Circle Jerks hat, das heißt zwei heilen, drei machen Schaden und dann sind sie unsterblich quasi. Das muss man ja verhindern, aber trotzdem denkst du dir manchmal, du heilst und das macht eigentlich nichts aus. Letztendlich könntest du einfach selber Schaden machen und würdest dem Team weiterhelfen, als wenn du heilen würdest. Das stimmt, ja. Nur manchmal ist es halt sinnvoll, jemanden noch zu heilen, um ihm gerade das Leben zu retten, damit er entkommen kann. Vor allem bei Fliegern zum Beispiel, dass man mit noch ein paar Thrustern einfach wegkommt. Manchmal kommt man sonst einfach nicht. Oder man heilt ein Bein noch zurück. Meistens läuft es darauf hinaus, dass der noch entkommen kann und mit dem Auto-Heal dann seine Heilung macht, letztendlich. GG. Autsch. Die haben wir aufgegeben, ja. Ja. Okay, Josh stellt meinen Gruß aus, das ist sehr nett von ihm. Oh, Bären ist oben, nice. Und Silver gleich hinter mir. So muss das aussehen. Jetzt nehme ich mal einen Hover, den Troll. Ich weiß nicht, wie alt der Troll eigentlich ist, vielleicht nur ein paar Monate, aber ist schon fast ein Oldie wieder. Einfach unglaublich, wie schnell Robocraft sich momentan entwickelt. Weil ich denke, die großen Innovationen und Änderungen sind erstmal hinter uns, ne? Bildschirm hat sich jetzt entschieden, ne? Für das System und alles. Aber es gibt einige, die mögen es. Ja, aber so richtig große Umwerfungen werden wahrscheinlich nicht mehr so passieren. Nee, hoffentlich nicht. Eher mittlere Umwerfungen. Es wird nämlich langsam anstrengend, ja, dass gesamte Sachen gelöscht werden, wie jetzt die Megabots. Oder dass das Tech-Tree wegkommt und das ganze Ökosystem geändert wird. Das sind halt große Sachen.
Dann machen wir noch ein TDM für die Aufnahme. Also das komplette Meta wird geschanged und solche Sachen halt. Ich denke nicht, dass wir sowas in der Art und Weise noch wieder erleben werden. Ich hoffe, sie kümmern sich jetzt wirklich gerade um Chat-System und das ganze Social-Ding. Mit dann natürlich darauf folgend den Clans. Mhm. Ja, Mark hat ja mal einen Post gemacht, wie das genau ablaufen soll. Genau. Von der Reihenfolge her mit den Social Features. Richtig, und da waren auch ein paar Leute, die waren da eher so, nee, das wollen wir alles nicht, wir wollen direkt die Clans haben. Diese Thematik habe ich letztens schon mal angesprochen. Aber ich denke, dieser Forum-Thread hat sich insgesamt positiv ausgewirkt darauf, dass wir die Clans eher bekommen. Ich glaube, wir kämpfen gegen Tesseracts. Was sagst du? Ja, könnte sein. So ein gewisses Gefühl. Gut, dass ich jetzt keine Drohne habe, damit hätte ich jetzt nicht mehr kämpfen können gegen die. Naja, ich habe meinen Plasma-Bomber hier. Oh ja, das tut's mir natürlich leid, ne? Hast du only Plasma auf dem Bomber? Ich habe nur einen Megaplasma hier. Das wird schwierig. Josh, hast recht, wir müssen zusammenbleiben. Ja. Ist der Plasma-Bomber... Ihr seid die AA, also... Ja, mit SMGs. Und ich versuche dann, wenn sie weg wollen, zu entkommen oder irgendwo am Boden rumliegen, dann... Ja. Guck mal, der Josh hat geschrieben, bleibt zusammen. Nee, Moment, guck mal, wo er jetzt ist. Die haben Max. Ach, Trolle, Alter. Aber sie haben trotzdem ein zusammengestelltes Team mit sehr viel Flak, ne? Ja, das ist ein Clan oder sowas. Die hatten alle VA. Ja, wie er. Ich weiß nicht genau, was für ein Clan das ist. Kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Das wird aber schwierig jetzt. Oh, da ist einer fast down. Ah, der wird geheilt. Lohnt sich wahrscheinlich nicht. Wobei, der hat laue Shield-Werte. Den könnte ich die Beine wegschießen. Lass mal auf ihn drauf gehen. Oh ja. Jetzt bist du gefragt. Ordentliche Damage hier. Nice, wir haben zwei. Wir sollten vielleicht jetzt ein bisschen Abstand wieder nehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Nicht in ihrem Spawn stehen bleiben. Leider hat Josh ja schon einmal Selbstmord gemacht. Naja, 3-1 geht schon. Wir müssen auf jeden Fall zurückgehen. Ja, ich hoffe nicht. Wir haben auch einen, der hat ein Ghost Module. Okay, wir haben einen Cruiser bei uns. Mal. Super. Oh, Josh, komm schon. Er versucht tatsächlich mit seiner Drohne Leute zu teslern. Sowas liebe ich ja. Aber wenn ich jetzt nicht reingehe und den heile, dann... Nee, keine Chance. Nee, geht nicht. Aber ich meine, sie müssen sich jetzt ein bisschen zurückziehen, um zu heilen. Das ist müssen sie wohl, ja. Oh, hinter uns ist einer im Ghost-Modul. Erwischt. Das ist, glaube ich, deren Random. Gut, wir haben also auch einen Suicider auf deren Seite. Ja, aber große SMGs sind wieder richtig nice. Meine alten SMG-Hover sind wieder richtig nice. Ich habe einen fast. Ja. Aber wir brauchen ihn schon als Ausgleich hier. Noch einen. Megaplasma, Bomber hier gegen Max ist natürlich besser. Ja, ist natürlich ganz gut, dass du... Wir müssen hier raus aus dem Spawn. Ja, shit, ich wurde gefrittet da. Das war jetzt nicht so glücklich. Das war zu viel, ja. Ich habe mit zwei Schüssen noch den Random... Ist das ein Hover oder was? Was meiner ja? Der weiße Gegner. Der weiße, meinst du der kleine da, dieser? Ja, ist das ein Hover oder? Ich glaube, das ist ein Hover, ja. Ja, Tesla Hover. Sowas wird ja leider nicht mehr angesagt. Das war lange, lange her. Ja. Stimmt. Aber wie sollten sie das auch noch? Die kamen ja nicht mit den Klassen, die wir erfunden haben. Ja. Blimp-Drohnen und so waren die größten Probleme, die sie hatten. Das sind Cheap Plasma Tesla Cruiser Hover spotted. Ja, genau. Und da ist manchen Leuten schon Enemy spotted zu viel.
Irgendwas muss man spotten, ne? Oh. Oh, der Kero, der hat tatsächlich zwei von uns umgebracht. Nicht schlecht. Wow, ganz schön. Ja, komm zu mir, ich versuche in Deckung zu bleiben. Klonk. Gut, dass ich gegen Fleck relativ stark bin. Autsch. Was ich mich gefragt habe, ist die Megaplasma irgendwie gegen ein Gunbrella geschützt? Danke. Ja. Power-Modul. Hier sind ein paar Tricks verbaut, wie bei einigen von The Falling Souls. Ein paar Tricks, Bots. Wahrscheinlich geheime Tricks. Ja, deswegen ist es ja auch exklusiv. Mhm. Also ich vermute auf jeden Fall die Megaplasma ans Power-Modul. Aber dafür musst du nicht antworten. Ich wurde geleckt-Teslat. Der Typ war irgendwie 10 Meter entfernt. Okay, ist jetzt langsam doch irgendwie ein bisschen stressig. Problem ist, wir können nicht zurückbleiben, weil unsere beiden anderen, die sind auch eher aggressiv. Wenn sie dann wenigstens gleichzeitig aggressiv wären. Das wäre ganz nett. Erfolgreich aggressiv, okay. Das wäre nett. Unser Tesla hat zum Beispiel noch keinen einzigen Kill. Und schon. Die meisten Tode, denke ich mal. Ja, 4 Tote und kein Kill. Allerdings haben wir doch manchmal, dass sie zurück mussten, nachdem er sich getestet hat. Ja. Um zu er heilen, hat sich schon unter Druck gesetzt, das stimmt. Kills gekriegt. Also, es ist nicht so, dass er jetzt total nutzlos wäre für uns. Nee. Man kann es ja immer schwer ausmessen, den Nutzen eines Spielers. Die sind ja teilweise sekundär, die Nutzen, und tauchen nicht auf das Score auf. Okay. Der eine wird gleich wieder spawnen. Das heißt, Ziffer, wir müssen hier durch und aber dann auch abhauen, ne? So geradeaus durch jetzt hier. Oh, ich bin nicht mehr gecrashlandet hier. Das ist nicht gut. Ist weg hier, Ziffer, weg. Ich glaube, ich sterbe hier gerade. Oh, sorry. Ja, ich hab dir leider nicht helfen können, war ein Ziffer hier. Ja, nee, da konnte man. Wir haben geghostet. Getestet. Irgendwo ist ein Tesla hier. Da ist er. Ja, gut. Gut. Aber wie Gleichstand momentan? Hydra ist jetzt auch nicht mehr. Lass uns denn rauskommen. Das startet gar nicht. Oh, vielleicht kommen sie ein bisschen raus, wenn wir jetzt hier warten. Es sei denn, der nächstbeste Cruiser-Tesla, den wir hier haben, fällt auch raus. Ja. Wir müssen irgendwas für die Tanktracks und Wheels machen. In der Tower ist im Tower ist der Tesla. Okay. Er ist erwischt worden. Was? Wir haben jetzt einen Kill Vorsprung, 3 Minuten. Perfekt. Das heißt, sie sind jetzt unter Druck, ne? Also wir müssen halt nur gucken, dass wir nicht sterben. Ja. Das ist auch die Spiele, die ich jetzt auch mal gegen IR und so gemacht habe oder andere. Ja, das Platoons mit Clans. Das ist immer die Taktik. Gegen Hex. Ja. Genau, wie Hex und so. Oder wie heißen sie? CAE? CAE irgendwie? Die mit diesem Chaos-Symbol. Mhm. Und George hört aber nicht drauf. George macht seine eigene Aktion hier. Ja, aber er hat einen Kill. 4 Leute rein. Er hat einen Kill bekommen, aber ich versuche jetzt wieder rauszuschleusen. Lebendig. Ist nicht ganz so einfach. Nee. Er hätte aber auch schief gehen können. Im schlimmsten Fall wäre ich auch noch drauf gegangen, ne? Ah, ich habe meine Waffe verloren. Ja, das machen Clan Games die ganze Zeit. Man hält quasi Position, sobald man irgendwo einen Kill weiter vorne hat. Normal ist es halt aber so. Weil es ist dann jeder im Voice und weiß, wann man rein muss und wann nicht. Hier ist er jetzt leider ein Teil nicht. Die haben, ganz. Genau. Die haben eins von uns weggeburstet. Ja. Ja, das könnte. K-
Okay, einer ist auf Half. Einer ist was? Wo? Wie? Auf Halb. Achso, der in Sobri. Ja. Ja, mal ein bisschen drauf. Aber jetzt ziehen sie sich wieder zurück. Sie haben einen Kill vorwärts, ne? Vor uns. Ja. Okay, aber wir haben wieder gleich. Gehen wir mal voll drauf jetzt hier. Weil der eine ist auch schon nice. Der ist voll drauf. Okay, wir können mindestens noch einen. Ah, ich habe einen Fehler gemacht, ihnen zu helfen. Jetzt muss ich entkommen. Nein! Okay, aber. Oh. Ja. Okay, einer ist noch so. Ich bin mit ihnen rein. Wir könnten noch so eine Verzweiflungstat machen. Josh geht eh schon wieder 17, rein. 17, 17. Ja, wenn Josh attackiert, dann müssen wir auch rein. Geht gar nicht anders. Ich hoffe, er tut es nur noch in Zeit früh genug. Jetzt greift er nicht an, der Josh, also wirklich. Damit ich mir wünsche. Hier oh, Tesla, shit. Ja, komm, ja. Danke, nice, Tesla. GG. Genau richtig. Genau richtig. Hätte auch schief gehen können. Er war wirklich gefährlich. Ja, wir waren in Overtime. Wir waren in Overtime anscheinend. Mhm. Oh, entschuldigt das sich. Das war mal ein nettes Spiel. Ja. Spannend. Der Gegner entschuldigt sich. Unsere Gegner schreiben ansonsten leider nichts. Naja, aber ich meine, die anderen sind auch bloß hinten gestanden. Er hat einfach den falschen Bot für das gehabt. Weil er kann eigentlich im Endeffekt dann nichts mehr machen. Er kann sich nicht hinter ihnen wirklich verstecken, weil irgendwie kommen wir dann schon an ihn ran. Ja, er ist klein, ne? Und stirbt. Und er hat halt dann keinen. Ich wette, den hast du ganz gerne geschossen, wenn du den gesehen hast. Da hast du immer auf gedacht, auf ihn. Ja. Oder wenn er uns eben angreift, wieso, dann ist halt die Gefahr groß, dass er einfach stirbt, wenn die anderen nicht mit uns gerade kämpfen. Wenn die anderen nämlich ein bisschen aggressiver gewesen wären und uns ein bisschen zugesetzt hätten, dann hätte er vielleicht eine bessere Chance gehabt, mal reinzukommen und dann vielleicht auch wieder rauszukommen, weil wir uns nicht so mit ihm beschäftigen können. Allgemein wundert mich der Ausgang, weil sie hatten ja 4 starke Mechs gehabt, alle im Teamspeak. Eigentlich waren die ja stärker drauf. Im Vergleich jetzt zu unserem Cruiser. Ja, wir sind halt einfach OP. Ja, genau, wir haben es einfach gerissen. Mit deinem Megaplasma. Nice Damage und so. Ja, das war's für die erste Aufnahme. Für die nächste Aufnahme versuche ich noch ein paar mehr Gäste zu bekommen. Der Nick will vielleicht mitmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. GG und bye bye.